Gazelle Primeur, Vorderrad, Reifen tauschen, Schlauch tauschen, etc. Ich zeige, wie geht. Hier ist eine Trommelbremse dran. Es ist relativ simpel. Ich löse die Achsmuttern, beide Seiten. Erst auf der Seite. Da habe ich sie schon ab. Dann nehme ich die Strebe runter hier. Ich zeige jetzt alle beide mal auf dieser Seite. Hier. Zack. Lösen. Schrauben, 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 Schrauben. Festhalten, weil ansonsten fällt es dann runter. Schutzblechstrebe weg. Sicherungshaltescheibe weg. Dann drehe ich den. Also ich halte es dabei fest. Ich mache das so rum. Natürlich kann man das auch zuerst machen. Dann schraube ich den Bremszug ab quasi. Und lass das Rad nach unten raus. Gleiten. Und dann muss ich nur noch hier diesen Bremszug-Gegenhalter. Den muss ich dann nur noch aushängen. Und dann ist es ja im Grunde genommen noch ein ganz normaler Schlauchwechsel. Ventil raus. Konterring ab. Ventil reindrücken. Auf der entgegengesetzten Seite vom Ventil. Fang an, heb den Reifen über die Felge, drücke runter. Und fertig. Den Schlauch nehme ich raus, weil der soll ja neu an sein. Talkum. Ja, und dann stelle ich die Felge wieder in den Mantel, in den neuen. Und ziehe die Felge einseitig über den, ziehe den Mantel einseitig über die Felge. Ventil nach oben, Ventilloch nach oben. Durchstecken. Flach reinlegen, ohne zu verdrehen. So, und dann einmal ringsrum. Jetzt verschließe ich das wieder. So. Ventil Konterring ruf. Ventil rein. Ich baue ein.
Rad rein. Achssicherung, Ausfallsicherungsscheibe. Schutzblech. Achsmutter. Das gleiche auf der anderen Seite. Achssicherung. Achssicherungsscheibe oder Ausfallsicherungsscheibe, Schutzblech. Noch nicht festgeschraubt. Das mache ich jetzt. Und der Bremsanker von der Trommelbremse gehört da rein. Jetzt hebe ich es an. Hier hebe ich es hoch, damit es richtig hier unten in der Gabel drin sitzt. Und dann schraube ich es fest. Jetzt hänge ich den Bremszug-Gegenhalter hier oben wieder ein. Dann kommt diese Plastikpinöpel hier durch dieses Loch im Bremshebel. Da stecke ich dann die Zugende durch und verschraube. Jetzt teste ich. Kurz. Wunderbar. Das war's. Jetzt pumpe ich auf und dann bin ich fertig. Und dann hoffen wir, dass der alte Schlauch auch taugt. Fertig. Wunderschöne Gazelle. Muss ich sagen, die alten gefallen mir besser als die neuen. Und wir haben Vorderrad ausgebaut und wieder eingebaut mit Trommelbremse. War das super. Also,